So, da sind wir wieder und wir haben Maria im Petto. Vor der. Ach ne, wir müssen erstmal in Richtung Lüt. Ganz bewusst müssen wir in die andere Richtung. Weil wir ja ein besonderes Ende haben wollen. Das ist nicht der Weg zum Hotel. Ist das in Ordnung? Okay. Gehen wir den anderen Weg. Ist nicht so schlimm. Und da laufen wir natürlich weiter, um halt auch. Hier wird? Nee, hier war nichts. Hier war auch nichts. Hier war einer. Sackgasse sein. Weit kommen wir ja eigentlich nicht. Seht ihr? Sackgasse. Also gehen wir weiter. Ich mache das ganz bewusst, man soll ja viel Zeit mit Maria verbringen. Für ein bestimmtes. Na, wo seid ihr? So, das haben wir auch. Wunderbar. Sehr gut. Und hier haben wir wieder die Mauer. Ah, muss ich hier hin, genau. Der Hilfekasten. Möglichst viel Zeit mit ihr verbringen und wir sehen uns dann im Bowlhaus. Sind zwar noch nicht am Bowlhaus, aber in der Tankstelle. Hier gibt es nämlich noch irgendwas. Hier. Genau. Das brauchen wir nämlich auch und wir gehen natürlich hoch. Wo muss ich denn hin? Hier war es doch, oder? Genau.
rein. Ohne Maria. Tap, tap, tap. Und da treffen wir natürlich zwei Bekannte. Ja, ja. Lasse. Mampfen. Bevor. Did you find that lady you're looking for? What's her name? Mary? Sollen ja jetzt woanders. Guckst du hin? Ah, hier hin. So, gehen wir weiter. Where are you going? This isn't the way that little girl went. Nicht? Okay. Das sollte man machen. Gehen wir natürlich den richtigen Weg und suchen das kleine Mädchen. Also verfolgen sie. Sind wir in dieser kleinen Gasse hier? Na. Hallo. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Controller, wa? Szene zu sehen, aber damit sie wieder meckert, laufen wir weiter geradeaus, um halt viel Zeit mit Maria zu verbringen. Ja, ja. Also gehen wir doch wieder ins Krankenhaus und lassen, was ich beim ersten Mal nicht gemacht habe. Das hier natürlich nicht. Die Karte darf nicht fehlen. Lebenswichtig, wenn man irgendwo hingeht. Gehen wir gleich mal hier rein. Und laufen weiter.
in den nächsten Raum, weil da bekommen wir erstmal das, was wir wollen. Verlassen. Hier war da irgendwas. Ah, die Pulle. Genau. War es beim ersten Durchgang auch so? Weiß ich jetzt nicht. Aber nichtsdestotrotz gehen wir. Ui, beinahe wieder angerempelt. Wollen wir ja nicht. Gut. Abgeschlossen. Stock. Und werden da die zwei Räume absuchen. Um den Hals. Ach! Meine Schwester, die zuschlägt. Ist dann nichts weiter. So, können wir jetzt wieder runter. In den ersten Stock. Runter. Genau. Sacht an hier vorbei. Und ja. Wir müssen halt in den anderen Raum hier. Hier war es da. Nee, hier war es nicht. Na, Maria, nicht im Weg stehen. Hier war das. Genau. Und was haben wir hier? Ach, die Tür, stimmt. Hehe. Schrotpatron. Nichts weiter. Ja, schau sie an. Ui. Okay. Können wir hier wieder raus? Aufgeschlossen. Zimmer. Gut.
Erste Hilfe Kasten. Genau. Nicht das Papier, sondern oh, 6829. Okay. Na Maria, lässt du mich vorbei? Wie nett von dir. Ui. Da kommen wir rein. Genau, das brauchen wir auch. Haben wir hier noch irgendwas? Ja. Eine Maria haben wir hier. Muss man ja immer gucken. Man weiß ja hier noch nie, wo hier was dann kommt. Wenn er irgendwo hinkommt, aber meistens ist das. Ja, du willst doch nicht einschauen. War ja klar. Na komm. So, mehr ist hier nicht. So, was hätten wir da? Genau. Ah, hier ist noch was. Zu Maria gucken. So, das war's dann eigentlich. Glaube ich. Oder hier komme ich nicht rein, genau. So, nachdem wir hier alles erledigt haben, im zweiten Stock können wir endlich in den dritten Stock gehen. So, da marschieren wir. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Hier. Genau. Und jetzt noch. Nein, nein, nein. Genau. Dich einmal. Und damit wir nachher dann auch noch weg haben, den hier.
der Schlüssel war, keine Ahnung. Nix ist weggegangen. So, können wir wieder raus. Wieder die Türen abklappern hier. Welche Tür hier? Man betreten kann. Ah, hier ist eine. Okay, mit einem Speicherpunkt. Aber das wollen wir noch nicht. James, I want to ask you something. What if you can't find Mary? What'll you do? I haven't thought about that. So. Die Szene wollte ich euch nicht verweigern. Wieder besuchen. I'll be okay soon. Did you find Laura? So, jetzt können wir hier wieder raus. Schon, was uns erwartet. Wer es nicht weiß. Der schaut einfach zu, was passiert. Nein, ich lese nicht das Tagebuch auf dem Dach, was da liegt. Lese ich nicht. Und die Frage ist, wo kommt der her? Witsch. Der schubst uns nur nach unten. Und da heilen wir uns natürlich. Und ah, die ist verschlossen, okay. Ah, zweite Tür, na komm. Was steht da? Ah. Okay. Aber das ist nicht so wichtig. Wir brauchen diese Zahlen brauchen wir hier. 9527, ja? Waffenwechsel 9527. Kann das sein, dass hier ein Gegner kommt? Alles möglich. Deshalb zeige ich euch, wie das hier so ist. Und thank you.
127. Genau. Habichel. Und da müssen wir jetzt zu dem kleinen Raum, der ja, Show war oben, war. Irgendwie so. Müssen wir da jetzt hier hin. Und dann geht's eigentlich so gut wie ratzfatz. Genau. Da stehen wir. Da kombinieren wir mal verwenden. Um dann den zu bekommen. Genau. Und wir sehen uns dann gleich, nachdem wir zum Fahrstuhl gehen. Fahrstuhl. Wisst, welche Szene gleich kommt. Die zwei Ringe haben wir gemacht. Gespeichert haben wir auch vorher selber. Und ja. Wir. Ah, hier ist ja noch was. Genau. Wir müssen jetzt hier ganz nach unten gehen. Nach unten. Das wird echt übel. Puh, ja. Ihr braucht die Ausdauer jetzt. Und zwar gleich. Gleich geht's los. Und sprinten. Oh. Geschafft. Open up! James! James! No! James! Maria! Geschafft, aber diesmal ohne Treffer. Irgendwie komisch, wa? Hm. Ja, ich hab's mal probiert, in der Zwischenzeit mal auf 2D zu machen, ist echt übel. Die Steuerung. Da gewöhnt man sich schon dran an die 3D-Steuerung. Wer war ja hier? Genau. Und ging gar nicht. Ja, nachdem wir nun geflüchtet sind vor dem Pyramidenkopf, da müssen wir dann halt weiter. Genau, da werden wir uns dann das nächste Mal wiedersehen. Ihr könnt ja dann in der Zeit. Dann hier nichts. Okay. Ein paar Kommentare loslassen. Ich hab's ja nur ganz schön verkürzt hier. Und ja. Für Neulinge
Van Burn wäre ein Abo gut. Und ja, ihr könnt mich auch weiterempfehlen. Auf jeden Fall sehen wir uns dann den nächsten Part im Historical Security Museum. Währenddessen werde ich natürlich einige Viecher hier umnieten und ja, versuchen mitzuzählen. Weil ich brauche ja unbedingt noch welche bestimmt, damit ich weiß, beim letzten Part dann, wie viel ich habe, wie viel ich noch machen muss. Ich sage mal ciao, bis zum nächsten Mal, bleibt dran!